Ihr Lieben, willkommen bei meinem schnellen kleinen Tutorial. Fischfiletieren ist das Thema heute. Ich habe einen wunderbaren Bachsaibling aus Schleswig-Holstein. Wunderschöne Ware. Und da freue ich mich jetzt drauf, den zu filetieren. Sieht man schon hier, ich habe hier dort, der Schleim ist noch dran. Er riecht überhaupt nicht nach Fisch. Wunderbar. Und da macht das natürlich auch... Mir persönlich macht das dann besonders viel Spaß, wenn ich ein tolles Produkt habe, wo ich dann mit Freude damit arbeiten kann und mit dem nötigen Respekt eben auch vor dem Lebensmittel, in dem Falle vor dem Tier. Saibling ist ein Rundfisch, es ist erstmal ein Süßwasserfisch. Es ist ein Rundfisch, das heißt, ich werde den Kopf entfernen und dann entlang der Mittelkrede einmal zack und andere Seite auch nochmal zack entlang durchziehen. Dann habe ich die Filets da liegen und dann werde ich die Bauchlappen ein bisschen sauber putzen und dann die Kreten rausziehen. Das ist im Grunde alles. Und das heißt, ich fange mit dem Kopf an. Das kann man mit dem Messer machen. Man kann aber auch mit der Schere den Kopf abtrennen. So, ich arbeite mit wenig Wasser. Wasser sorgt dafür auch, dass das Geschmack vom Fisch ich ja wegspülen würde. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte den reinen Geschmack auch von dem Fisch. Das ist besonders toll bei Salzwasserfischen. So, jetzt ziehe ich einmal durch. Dadurch, dass er ein bisschen Schleim noch hat, muss man den gut festhalten. So, einmal. Wenn der Fisch so frisch ist, ein Nachteil hat das schon. Die Kreten gehen so schwer raus. Wird man gleich sehen. Hier entlang der Mittelkrete einmal durch. Aus den Kreten, sprich aus dem, ich habe jetzt hier den Kopf und die Mittelkrete vom Saibling, kann ich natürlich einen Fischfond kochen. Du brauchst für einen guten Fischfond immer gerne weiße Fische, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt daraus jetzt eine Weißweinsoße kochen möchte, dann würde ich den ruhig nehmen, den Kopf und die Karkasse, wieder das Kleinstein der Schere und dann mit hellem Gemüse ein bisschen anschwitzen, mit ein bisschen Sellerie, Schalotte, Champignons, ein bisschen Fenchel anschwitzen, mit Weißwein ablöschen, mit Wasser auffüllen, ein bisschen Salz, ein bisschen Wacholder, ein paar Petersilien-Dillstiele und dann einmal aufkochen, Schaum abschöpfen, 20 Minuten ziehen lassen und dann passieren, dann habe ich einen schönen Fischfond. Wie gesagt, das ist okay mit einem Salmonidenfisch, allerdings weiße Fische geben natürlich noch einen schöneren Fischfond. So, jetzt machen wir mal die Bauchlappen. Hier schön. Messer entlang. Einmal. Ich würde jetzt hier die Kreten ziehen. Ich helfe mir dem Messer so ein bisschen nach, damit sie sich nach oben stellen. Hab mir eine kleine Schale mit Wasser. Ja, und dann mache ich jetzt die Kreten raus. Und zwar, gucken, wie das geht. Ja, es geht. Entlang der Faser, also ich ziehe die nicht irgendwie so weg, so, dann zerreiße ich das Filet, sondern ich tue sie schön entlang der Faser rausziehen. Und das Wasser hilft mir dabei, die Kreten von der Kretenzange zu lösen. Eigentlich eine Arbeit, mache ich eigentlich nicht so gerne. Das ist irgendwie so langwierig, das dauert so lange immer Kreten ziehen. Aber es ist einfach wichtig, weil dadurch der Fisch, wenn er kretenfrei ist, kannst du ihn einfach wunderbar essen, hast keine Probleme. Wobei hier diese Kreten von so einem Saibling auch jetzt auch nicht so schlimm wären. So. Und dann fühle ich nochmal mit dem Zeigefinger, ob da irgendwo noch eine Krete sich verhält, aber nein, alles gut. So, vorne habe ich auch schon raus. Jo. So, mehr brauche ich von dem Filet gar nicht mehr machen. Einmal, die Haut bleibt erstmal noch dran. Zweites Filet. Rundfische, wie gesagt, die haben zwei Filets.
Plattfische haben vier Filets. Da muss man ein bisschen anders vorgehen. Wenn du einmal einen Rundfisch gemacht hast, kannst du alle Rundfische. Klar, weil die sind ja anatomisch alle gleich aufgebaut. So, hier oben nochmal die Flosse weg. So, auch wandert alles in den Fischfond. Und hier auch nochmal die Gräten. Bisschen lösen. Dann kann ich sie auch gleich sehen. Und Gräten ziehen. Ja, wunderbar. Saiblingsfilet. Ja, den Saibling habe ich filetiert. Und was ich daraus Schönes mache, das seht ihr in meinem nächsten Video. Und das wird eine sehr feine Zubereitung werden vom Saibling. Ja, bis bald. Tschüss.